So Leute, und hier sind wir wieder mit einem neuen Part von Let's Play Super Paper Mario und wir sind jetzt im All und haben gerade so ein richtig scheiß Ding gerade irgendwie am Arsch, hat mich die ganze Zeit belästigt. Belästige mich nicht, du Schweinekopf, du irgendwas fliegender Kopf. Verreck. Okay, dann will ich mal fertig machen. Verreck. So. Und der bringt ordentlich Knete. So. Ja, ich habe ja jetzt den Schlüssel und wir gehen jetzt hier rein. Schlüssel, yo. Rinn damit, so. Na, wir haben im letzten Part das neue Pixel Filippo hier gekriegt, womit man hier Sachen umdrehen kann. Okay, man kann auch Gegner damit ein wenig ordinär belästigen, sag ich mal, so, indem wir sie einfach nur schwindelig machen. So, aua! So, verreck. Ich glaube, das Kapitel ist sogar gleich schon vorbei. Warte, das dauert, glaube ich, nicht mehr lange. Ist, glaube ich, kein sonderlich langes Kapitel. So, Ende des Kapitels. Blub. Möchtest du das Spiel spielen? Na klar. Ja, klar. So, Mario und Co. Nahmen auf ihrer Suche nach einem, nach dem reinen Herzen die Raumumgebung. Warum wusste Clips von diesem Weg? Unsere Helden sahen ihn misstrauisch an. Was guckt ihr so? Fragte Clips. Habt ihr euch nicht verliebt? Clips Augen funkelten und Unheil verkündeten in der Dunkelheit des Alls. Was hat der nur vor? Blub, blub, blub. Kapitel 4 von 3. Die, Quatsch, 3 von 4. Die Tore des Alls. Und jetzt hat es wieder rumballern. Die Raumumgebung. Von hier aus kommen wir irgendwie zur Bohrzone. Los, Kadett. Los, Kadett. Such den Eingang. Blub. Wer ist das denn jetzt? Also, Tipi, ne? Die Bohrzone? Ist das nicht dein... Das ist nicht dein Ernst. Ich will antworten. Sie ist verbotenes Gebiet. Manche nennen sie auch Raumfriedhof. Sie ist ein einziges Labyrinth. Angeblich findet man... man nie wieder heraus. Und wenn reine Herd... Wenn das reine Herd soll ganz tief in der Bohrzone versteckt sein. Klub, du. Woher weißt du das? Bist du wirklich... bist du das wirklich, du Klirps? Was? Nach der Toilettenpause habe ich wieder Platz. Hunger. Aber keine Sorge, Kadett. Du brauchst den Eingang zur Bohrzone. Nein, nein, brauche ich nicht. Ich will auch rumballern, so. Alles kaputt schießen, so. Was haben wir da? Jetzt Sternwinde, ach, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Aber Gegner will ich kaputt machen, so, verreckt. Ey. Ich wollte es mal testen, ob... aua, ey. Ob ich, ja, ich sterbe daran. Auf jeden Fall, wenn ich es ganz häufig berühre, so. Dann haben wir wieder... Olle Gegner. Und den, och, verdammt, den Pilz hätte ich sehr gut gebrauchen können und da schwebt er noch. Boah Gott, ihr blöden Drecksviecher, ihr Nerv. Ein schöner Pilz ist weg. Ah, oh, hier ist er doch, so. Ich wollte gerade sagen, so verreck. Boah, prallt natürlich alle ab, boah. So verreck. Hier nur irgendwas Tolles drin, was man vielleicht eventuell unter Umständen gebrauchen kann. Es sieht nicht so aus. Naja. Und hier brauchen wir Filippo für. So. Nein. Filippo, so. Blub, blub, blub. Was ist das denn? Hä? Hier müssen wir ihn jetzt einsetzen, hier Klirps, so rein. Klirpklap, welche hübsche Form dieses Loch hat, Klirp. Ich weiß nicht warum, aber ich will, dass mich da jemand reinquetscht. Möchtest du Klirps da reinquetschen? Ja klar. Von mir aus gerne mit dem Vorschlaghammer, damit der auch richtig schön fest sitzt. Grütsch! Er ist der Schlüssel für ein Tor. Ein riesiges Tor. Was ist das?
ein Raumtor klebst. Raumtor führen von der Umgebung zur Bordzone. Wir müssen dieses Tor durch dieses Tor kadetten. Da mal nix wie rein damit. Und wir ballern noch mal ein bisschen rum und hier haben wir wieder so ein Tor. Für Filippo. Blub, blub. Wieder Clirps reinstecken oder was? Wir müssen sogar zwei Clirps reinstecken. Was steht denn hier? Oh, Auserwählter. Willst du den Wunsch dieses seltsamen Außerirdischen erfüllen? Was? Ein kakaohaltiges Lebens- und Genussmittel könnte dir weiterhelfen. Aha, also eine Schokolade oder was? Dann gehen wir erstmal speichern. So. Wunderbar. Und erstmal hier rein. Suchen wir nach was Kakaohaltigem. Und da sieht man einen Pilz im Hintergrund und einen Schildkrötenpanzer, ein Cooper-Panzer und wir können wieder schießen, so verreck. Da zerspringt voll brutale Pixelballerei, so. Und ein böser Pilz. Was? Ein Geistpilz? Ne, brauche ich nicht. Ist doof. Ist Quatsch, ist das. Jetzt müssen wir hier irgendwo nach dem kakaohaltigen Dingen suchen. Hier ist wieder ein Speicherblock. Ich könnte mir vorstellen, dass es der ist von vorhin. Und das hier wieder das... Nein. Moment mal. Bäh. Aua. Boah. Nee, hier waren wir noch nicht. So, verreckt. Wow. Na toll, die können natürlich so durchfliegen. Ist klar. So. Gegner können ja immer alles. Die halten auch alles aus. Die sterben nicht, wenn man sie berührt. Im Gegenteil. Muss ich vorstellen, Mario wäre so stark, dass der alle Gegner schon fertig machen könnte, wenn der einfach nur da durchlaufen würde. Oder so gegen die laufen würde. Ach, hier ist das noch so ein Geistpilz. Also war diese Tür falsch. Ja, man kann ja noch weiter hier hingehen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier noch so ein Tor ist. Kommen wir nicht von hier? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal rein. Ich meine, aber von da kommen wir. Nein, hier waren wir noch nicht. Hier gibt es allerlei Münzen. Ein Münzen allerlei ist das hier, so. Die sammeln wir doch gerne ein. Oh, der ist so scheiße zu fliegen hier, ey. Und hier braucht Mario natürlich wieder einen Helm. Aber gerade die ganze Zeit nicht. Hat circa 20, 30.000 Minuten lang die Luft angehalten. Naja, aber wenn man überlegt, Guybrush Threepwood ist ja auch mit einem Goldfischglas auf dem Kopf tauchen gegangen, sag ich mal so. Glaube ich zumindest, dass das ein Goldfischglas war. So, aber hier geht's ja noch weiter nach oben. So. Na toll. Ja, ich habe ja eh schon häufig genug gekämpft. Und hier haben wir eine Karte. Was haben wir denn da? Eine Superfangkarte. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Aber Gegner mache ich mal ganz gerne kaputt. Aua. Ah, hier ist ein Tor, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder war ich hier schon? Egal, ich gehe einfach durch. Scheißegal, aber ne, hier waren wir noch nicht. Das sind masseweise Blöcke, wie Filippo sagen würde, die wir noch nicht kaputt geschossen haben. So. Ah, ein Supermarkt. So. Gehen wir doch mal da rein. Moment mal. Ja, okay. Aber das ist auch ein Block, den ich gerne kaputt machen möchte. Willkommen in den Kosmomarkt. Wenn ihr nicht, was? Wenn wir nicht geschlossen haben, haben wir geöffnet. Was du nicht sagst. Wow.
Ich war so einsam. Du bist der erste Kunde seit unserer Eröffnung. Da, wer eröffnet denn da auch einen Laden? Ich hätte mir das mit dem Standort etwas besser überlegen sollen. Ja, denke ich auch. Was darf es denn heute sein? Nur keine Scheu, sieh dich ruhig um. Süßer Schokoladenriegel, Pilzschokoriegel, goldener Schokoriegel, ja. Pilzgeschmack. Oh Gott, und... Ja, was nehme ich nur? Mit Pilzgeschmack. Süßer Schokoriegel. Nüsse und Nougat. Ich glaube, ich muss echt den luxuriösen hier nehmen. Ja, komm, nehmen wir den dann. Ich denke nicht, dass wir da was mit falsch machen würden. Immerhin halt der auch doll gut. Na, ich will da nicht rein. Menschenskind. Nein, nein. Na, ich will nichts. Ich hab genug. So, ich möchte nur den Block da oben kaputt machen. Ach. Guck mal einer an. Ich kann mir meine Münze wieder volle Kanne auf Hochtouren bringen. Wunderbar. Dann machen wir kurz Pause, bis wir wieder beim Tor da sind. So, Leute, hier sind wir wieder. So. Noch so eine schöne Form. Ich spüre, ich will da rein... Was? Reingefriemelt werden. Würdest du Clips da reinpacken? Da reinpacken, so. So. Na, das geht nicht, so. So, er hat jetzt nämlich Hunger auf was Leckeres. Hunger, kann sich nicht bewegen. Nur ein bisschen Krebs nicht bewegen, braucht was Leckeres. Also geben wir ihn jetzt, wo ist mein Schokoriegel hin? Zum Teufel, wo ist mein Schokoriegel hin? Wartet mal, Leute. So Leute, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt den luxuriösen Schokoriegel gekauft. Gerade war das Problem, ich hatte den gar nicht gekauft, weil mein Item-Dingen voll war. So, ja, hier, goldener Schokoriegel. Friss oder stirb. Krebs, ein Feinschmecker. Denkst du, sowas genügt meinen Geschmacksnerven? Ich will nicht, aber... Klapp. Es ist... Richtig seriös, Clip, schmeckt delikat, Chlor, vollkommen mit Perfektion. Oh, Clip, kann vor Freudentränen nichts mehr sehen. Chlor, Clip, so lecker. Und er teilt sich auf wie eine Bakterie. Bah, dann... Clip, Verzeihung, konnte sie nicht beherrschen. Das Raumtor ist erschienen. Also rein damit. Der Ziel ist nah, Clip. Los, Raumkadetten. Hey, Clip ist eine kleine ekelhafte Bakterie. Nein, ich will... Oh Gott, ich will da nicht rein. Ich wollte nur hochgehen. So, nochmal. So, verreckt alle. Verreckt alle. Ich gehe noch hier rein. So, verreckt. Die Dinger hier noch eben kaputt, so. So, unfertig. Das ging doch eigentlich ganz gut. Ende des Kapitels. Blub. So. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, möchte ich. Und ich mache an dieser Stelle auch erstmal wieder Schluss und sage bis zum nächsten Part, Leute. Also, ciao.